Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Mr. Sneaky Zockt. So, ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie immer eigentlich, warum ich jetzt nicht mehr an den Hügel war, wo es zur Hals der Welt hingeht. Ja, das ist eine sehr gute Frage und das könnt ihr euch bestimmt schon denken. Ich habe ein bisschen was gekauft und als ich gerade am Verkaufen war, ist mir gerade eingefallen, dass es hier in Weißlauf insgesamt 3 seltsame Steine gibt. Und eine befindet sich hier in der Halle der Toten. Und da werden wir jetzt auch reingehen. Betreten wir die Halle der Toten. Statten wir die Toten einen Besuch ab. Gruselig. So, ich bin auch ein Level abgestiegen, weil... Oder eine Stufe höher, weil ich ein bisschen bei Alchemie ein bisschen trainiert habe, weil ich ein paar Sachen gekauft habe, neue Tränke gebraut habe. Einfach mal so, just so fun, wenn ich eh schon verkaufen war. Habe ich mir einfach mal gedacht, dass ich auch ein paar Tränke machen kann, wenn ich schon bei der Alchemisten bin. Schrein von Archai. Den wir gleich mal aktivieren. Archai ist Segen hinzugefügt, alle Krankheiten geheilt und das andere weiß. Nee, andere Segen entfernt, glaube ich. Wartet mal. Ich versuche hier mal was zu klauen. Einfach mal. Ja, ein bisschen Gold klauen. So. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Gold und zwar 6060. So. Hier geht's. Nein, nicht zur Weißlauf-Katakomben, oder? Wartet mal. Doch, ich glaube, wir müssen hier sogar hin, oder? Ich verbringe... Sagt mir, glaubt ihr an den mächtigen Archai, den Gott des Lebens und des Todes? Naja, ich kenne den Tod, aber den Gott des Todes, den kenne ich nicht. Ah, die Götter spielen im... die Götter spielen in meinem Leben keine große Rolle. Ich weiß nicht, erzähl mir ja von ihm. Ja, soll ich das nehmen? Ich glaube, die Götter spielen in meinem Leben keine Rolle. Ich weiß nicht, erzähl mir von ihm. Ah, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Der Gott des Todes, ich kenne ihn gut. Ich nehme, ganz ehrlich, ich nehme das. Ich bin froh, das zu hören, denn ich brauche eure Hilfe. Seht ihr, ich habe etwas Kostbares verloren. Was habt ihr verloren, guter Herr? Amulett von Archai. Es ist die Quelle meiner göttlichen Kräfte und ein heiliges Amtszeichen. Ich habe es in den Katakomben verloren. Ich würde danach suchen, aber ich habe dort unten Geräusche gehört. Ich fürchte, die Toten sind ruhelos geworden. Ohne das Amulett habe ich nicht die Macht, mich ihnen entgegenzustellen. Wäret ihr bereit, danach zu suchen? Ich werde euer Amulett finden. Ihr seid auf euch alleine gestellt, Priester. Nee, ich werde ihnen einfach mal helfen, weil wir müssen eh darunter den seltsamen Stein holen und gegen Tote... Ich habe keine Angst vor Tote, ganz ehrlich. Die werde ich sowas von niedermetzeln. Ich habe schon oft mit Toten zu tun gehabt, mit Trauger, mit Knochengerüste, also das ganze Programm. Ich werde einfach hier warten und darauf achten, dass nichts Böses die Katakomben verlässt. Und wenn hier etwas raufgeht, wie will es sich dann schützen und ist dann Amulett? Ich glaube, der verkriecht sich dann eher in der Ecke und weint dann oder so. Oder er stirbt dann einfach. Ein Balsamierungswerkzeug schon wieder, warum auch immer. Jetzt ohne Witz auch, hat jeder gottverdammte Menschen ein Balsamierungswerkzeug, meine Güte. Naja, immerhin ohne eine Leiche. Ja, naja. Einigermaßen, ja, okay. So, jedenfalls, ich wollte euch noch ganz kurz was sagen. Ich habe mir einfach mal gedacht, dass ich diese Woche, einfach mal jeden Tag 2 Videos hochlade. Die ganze Woche immer 2 Videos werde ich hochladen. Ah, guckt, Skelette bloß. Und irgendwas hat mich von hinten angegriffen. Ach, da. Okay, der ist tot. Gut. Jedenfalls habe ich irgendwie Bock drauf, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen mehr Videos hochzuladen als sonst. Weil, ich weiß nicht, dass es nicht so einseitig ist mit den Videos und so. Es ist zwar trotzdem, ich habe mir auch, ja, bevor ich jetzt dazu komme, ich werde einfach mal die ganze Woche, aber nächste Woche nicht mehr, einfach diese Woche jeden Tag 2 Videos hochladen. Das habe ich auf jeden Fall vor und das werde ich auch machen. So, dann habt ihr auch ein bisschen mehr zu schauen. So, dann habt ihr für die Leute, die gerne, da ist der Stein schon, gut. Dann habt ihr nämlich... Ja, für die Leute, die jetzt nur Skyrim sehen wollen, haben einfach Skyrim und die, wo nur Destiny sehen wollen, die müssen keinen Tag warten. Ja, und können einfach gleich so Destiny zocken. Warum auch immer. Warum auch nicht.
So, und ich muss mal ganz kurz die Quest aktivieren. So. Muss auch mal ganz kurz gucken, wo das liegt. Ah, das liegt hier. Ja. Andurs Amulett von Arkay. Gut, bring Audurs das Amulett zurück. Meine Güte. So, bei mir ist es halt ein bisschen das Problem, wenn ich sehr viel aufrede. Oh Mann, ich kann nicht mehr reden, Mann. Das ist gerade irgendwie ein bisschen schlimm mit mir. Wenn ich irgendwie so viel aufnehme und die ganze Zeit so reden muss, dann kann es halt wirklich manchmal sein, dass ich halt richtig heißer werde und dadurch auch nicht mehr so reden kann. Und meine Stimme verletzt mich dann halt. Und das ist ein bisschen blöd. Deshalb bin ich halt an manchen Stellen auch ein bisschen ruhiger, weil ich möchte auch nicht dauerhaft reden. So viel So wie jetzt Zeit mit gerade. dem Ich habe das Toten, dass Amulett ich mich. gefunden. Oh, Arkay sei Dank! Bitte nehmt dieses Gold für eure Bemühungen. Und wie viel bekomme ich? 15. Na toll. Naja, egal. Waren eh nur Skelette. Von dem her ist es eigentlich nicht schlimm. Jetzt haben wir einfach mal eine kleine Nebenquest gemacht. Haben gleichzeitig noch den Stein gefunden, den wir eh so oder so brauchen. Irgendwann müssen wir alles sammeln. Von dem her ist das eigentlich nicht schlimm. Okay. Die Steine hat auch was mit einer Nebenquest zu tun. So. Jetzt werden wir wieder zum Hügel hochgehen. Ich habe nämlich schon den Hals der Welt schon entdeckt, also dass man da nicht nochmal hochlaufen müssen, dass ich mich nicht zu den Graubärten warpen muss und dass ich da nochmal alles hochlaufen darf. Das habe ich das einfach gleich erkundet, aber mit Patronax, den habe ich noch nicht begegnet und auch noch nicht mit denen geredet. So. Und ich muss heute insgesamt drei Skyrim-Videos hochladen. Das, dann nochmal eins und dann nochmal eins. Das sollte bis Donnerstag reichen. Also heute, dann morgen ist Mittwoch und dann übermorgen. So, bis Donnerstag sollen die Videos reichen. Ich habe auch vor, dass ich irgendwann mal, naja, vielleicht wenn wir bei der 70. Folge von Destiny sind oder so, keine Ahnung, muss mir überlegen, wann ich Bock habe, dass ich ja einfach Pikmin 3 oder Super Mario Bros. Wii U aufnehmen werde. Finde ich auch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich das auch mache. Dann haben wir drei Let's Plays am Laufen. Skyrim geht eh noch etwas länger, von dem her Destiny sollte eigentlich auch nicht so schnell vorbeigehen. Bei Destiny habe ich noch was geplant, was wir also alles machen werden. Wir werden alles bei Destiny machen, aber das sage ich euch noch später im Let's Play, wo an Mittwoch kommt. Und na, was habe ich noch vor? Ich glaube, hier in Skyrim werde ich auf jeden Fall alles erkunden. Es werden ein paar hundert Folgen werden. Zwar wird es nach einer Zeit nicht mehr so interessant, aber es gibt bestimmt noch Leute, die trotzdem noch zugucken. Ja. Gut, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte, oder? Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Nee, jetzt können wir weiter einfach mal die Hauptquest weiter machen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann haben wir die auch mal hinter uns. Und in der nächsten Folge werden wir wirklich ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Und ja, ihr wisst ja, dass ihr auch die Herzen ein bisschen länger macht. Nicht mehr so 15, 16 Minuten, sondern jetzt 20 bis 22 Minuten, dass mal was erreichen auch. Weil mir ist aufgefallen, bei den, als ihr es nicht so lange gemacht habt, das Let's Play, nur so 15 Minuten, da haben wir eigentlich so gut wie nichts erreicht, das gebe ich zu. Und weil ich gerne im Let's Play auch was erreichen will in den Parts, habe ich mir einfach mal so überlegt, ja komm, hock dich hin und mach die Let's Plays einfach mal wieder ein bisschen länger, auch wenn dir danach der Hals ein bisschen wehtut. Aber es ist eigentlich egal, nach ein paar Minuten geht es wieder. Also nach den drei Let's Plays hier, wo ich hier machen werde, muss ich erst also ein bisschen mich ausruhen, meinen Hals ein bisschen schonen und danach kann ich auch wieder Destiny aufnehmen. So, das habe ich heute so geplant. Und dieses Video hier. Okay, warum sage ich diese Videos, dieses Video? Die Videos sollten eigentlich so um 17, 18 Uhr so kommen und das andere um 9, um 19 oder 20 Uhr sollte dann das Destiny hochkommen. An Donnerstag ist es so, dass ich, wie soll ich das sagen, dass ich die Videos gleich hintereinander hochladen werde oder, ja, wie soll ich das sagen, dass ich einfach. Weil ich komme nicht erst so um 20 Uhr jeden Donnerstag und dann lade ich das Video um 20 Uhr hoch, sobald ich wieder zurück bin. Dass es um 21 Uhr oder 21:30 Uhr oben ist und das nächste tue ich dann um 21 oder 22 Uhr hochladen. Dass es um 23, 24 Uhr oben ist. Um 0 Uhr, also. Vielleicht kommt es auch erst so um 3, 4 Uhr morgens, das kann ja vielleicht auch sein, aber ist ja eigentlich nicht so schlimm.
Für die Leute, die einfach mal länger aufbleiben, die können es dann einfach genießen, meine Parts. Ja, auch wenn die vielleicht nicht so interessant sind. Und dieser Ladebildschirm, der beunruhigt mich ein bisschen, weil der schon ewig hier ist. Und ich glaube, meine CD dreht sich nicht mehr. Ich glaube, wir bleiben jetzt für immer hier im Ladebildschirm. Scheiße. Ja, ich glaube, ich sollte vielleicht das Spiel kurz beenden und... Nein, sollte ich doch nicht. Okay, gut. Gerade als ich das Spiel beenden wollte... Gut, hat sich das Spiel doch anders überlegt. Ganz gut, das gefällt mir. So wie ich das sehe. Hat's noch ein Fass mit Äpfel, das nehme ich einfach mal mit. So, wir werden uns jetzt auch gleich mal ein paar Sachen brauen. Und warum leuchtet das Holz so komisch? Okay. Okay, er gesagt, warum tun alle Häuser so komisch leuchten? Naja, okay, das ist mir eigentlich egal. Ist eigentlich ganz cool. Ja. So, okay. Jetzt sollten wir eigentlich nach Flusswald gehen, kurz mir eine Suppe brauen oder mehrere Suppen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch die Zutaten nicht dafür, aber davon hat sie ja eh einen Laden. Flusswalds Handelskontor, da hat sie ja, der verkauft ja auch ein bisschen Gemüse. Das bedeutet, dass ich auch ein, dass ich die Zutaten bekomme, dass ich für die Suppe bekomme. Ich brauche halt die richtige Suppe. Ich muss erstmal so nochmal durchlesen, was ich für die was ich für die Suppe brauche. Muss ich erstmal gucken. Ich hoffe, ich habe alles. Ich habe nicht echt gut Gemüse eingekauft, das auch für die Suppen langt. Ich hätte vielleicht erstmal nachgucken sollen, was ich nochmal dafür brauche. Naja, das ist aber nicht so schlimm. Werden wir einfach mal ganz kurz gucken. So, das Tragen schwerer Rüstung oder das Gebrauch schwerer Waffen macht dich langsamer. Das weiß ich. Und Flusswald, da ist es ein bisschen dunkel, aber egal. Ach, hi. What the fuck? Ich habe ihn nicht mal berührt. Okay, so sieht es also aus, wenn sich jemand erschreckt. Geil. So, okay, ich habe keine Ahnung. Wartet er auf sein Essen oder? Naja, egal. Gemüsesuppe. Regeneriert. 720 Sekunden lang. Ein Gesundheitspunkt pro Sekunde. Generiert oder regeneriert 720 Sekunden lang. Ein Punkt außer pro Sekunde. Ist ganz gut, das werden wir jetzt auch machen. Und zwar gleich mehrere. Ja, so, okay, ich habe jetzt mehrere gemacht. Davon werden wir später einen nehmen. Also wir machen pro Sekunde einen Gesundheitspunkt plus. Gut, klingt eigentlich ganz gut. So, jetzt können wir zum Halse der Welt gehen und mit Pachtunax reden. Ich hoffe es. So, ihr wisst ja bestimmt schon alle, wer Patronax ist, aber ich werde es jetzt nicht spoilern, wer das ist. Aber ja, für die Leute, die es schon mal gezockt haben, die wissen es ja. Für die Leute, die es nicht gezockt haben, die sehen es dann gleich. So, achso, und mein Ziel ist auch, diese Waffe hier zu bekommen. Das sind nämlich Drachenknochenwaffen. Werden wir auch alles herstellen. So, aber dafür muss ich halt Schmiedekunst mehr leveln, aber das werden wir auch hinbekommen. Ja, Halse der Welt. Oder Hals der Welt. So, Patronax, ich bin bereit. Ein Drache. Ist euer Ernst? Patronax. Seid gegrüßt, Wunduneg. Ich bin Parturnax. Wer seid ihr? Was bringt euch zu meinem Strunmach, meinem Berg? Na, seid ihr überrascht? Ja, das bin ich auch. Okay, eigentlich nicht, ich wusste es ja schon, aber bestimmt die Neulinge sind jetzt überrascht, dass es hier ein Drache ist. Habe ich mich als erstes auch gedacht, what the fuck, wie zum Teufel kann der Patronax ein Drache einfach mal der Chef von den Graubärten sein? Das habe ich mich als erstes auch gefragt, aber ich habe auch keine Ahnung warum. Naja, er ist halt der Meister einfach. Ja, wer will das nicht haben? Ein Drache einfach mal als Meister. Das ist doch was Schönes. Ich hatte nicht erwartet, dass ihr ein Drache seid. Ja, das habe ich als erstes auch nicht. Seid ihr der Meister der Graubärte? Ich denke, ihr wisst bereits, wer ich bin. Ich bin, wie mein Vater Akatosch mich erschaffen hat, so wie auch ihr, Dovahkiin. Sagt mir, warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Ihr meditiert nicht, ist da drum geflogen. Der ist rumgeflogen, er hat nicht meditiert. Mann, oh Mann, wenn man meditiert, muss man auf dem Boden bleiben und nicht rumfliegen.
muss man sich aufs Fliegen konzentrieren. Mann, oh Mann, ich muss den Drachenfall-Schrei lernen. Könnt ihr ihn mir beibringen? Ich denke eher nicht. Brenn, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen von zwei Doof. Von zwei Doof. Langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Hört meinen Tun. Spürt ihn in euren Knochen. Tut es ihm gleich, wenn ihr Dovahkiin seid. Die Welt ruft euch. Geht zu ihr. Ah, da vorne. Wort der Macht gelernt. Feuer. Feuerarte. Versteht das Feuer, wie es dir Doof tut. Oh yeah, und wir bekommen seine... Ich weiß nicht, saugen wir jetzt seine Seele aus, oder? Keine Ahnung. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was es ist. Einfach seine magische Aura, sage ich jetzt mal. Setze deinen Schrei Feuerarte gegen Patronax ein. Die erste Begegnung und schon müssen wir ihn töten. Ja, es ist schlimm. Nee, war Spaß. Wir müssen ihn nicht töten. Wir müssen einfach mal zeigen, dass wir der wahre Drachenblut sind. Bäm. Als Dover. Sprich mit Patronax. Ich habe euch erwartet, Proda. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen. Nur für ein Teamwag mit einem alten Dover. Nein. Ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Ha, der Typ ist schlau. Drachen sind wirklich schlau, er weiß es einfach. Woher wusstet ihr, dass ich nach Drachenfall suchen würde? Die Graubärte wollten gar nicht, dass ich hierher komme. Kennt ihr Drachenfall oder nicht? Alduin, Komet Tiet. Was sonst solltet ihr wollen? Alduin und Dovahkiin kehren zusammen zurück. Aber ich kenne den Tun, den ihr sucht, nicht. Krossis, ich kann ihn nicht kennen. Das hat eure Art, Jor, Sterblicher, als Waffe gegen die Doof, die Drachen erschaffen. Unsere Hadrimä, unser Verstand, kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen. Wie kann ich ihn dann lernen? Hier, hi Leute, hier bin ich wieder. Wie kann ich ihn dann lernen? Drem, alles zu seiner Zeit. Zunächst eine Frage an euch. Warum wollt ihr diesen Tum lernen? Natürlich, dass ich ihn gegen Alduin einsetzen kann. Ich muss Alduin aufhalten. Mir gefällt diese Welt, sie darf nicht untergehen. Das geht euch gar nichts an. Ich weiß nicht, das geht euch nichts an. Ich muss Alduin aufhalten, mir gefällt diese Welt. Sie darf nicht untergehen. Ich weiß nicht, was soll ich nehmen? Ich nehme das. Prusa, dieser Grund ist so gut wie jeder andere. Viele teilen eure Meinung, wenn auch nicht alle. Manche würden sagen, dass alles einmal enden muss, damit etwas Neues entstehen kann. Ja, vielleicht für euch Drachen, aber nicht für uns Menschen. Einfach das Ei des nächsten Kalpa. Lane, Vokin. Würdet ihr verhindern wollen, dass die nächste Welt entsteht? Ja, ich möchte halt nicht in der Welt leben, wo jetzt wieder die Drachen über die Welt herrschen. Und das will ich einfach nicht. Wenn Alduin Leben ist, dann ist für uns Menschen keine Hoffnung mehr. Die nächste Welt wird sich um sich selbst kümmern müssen. Ich bin nicht hier, um mit euch über Philosophie zu diskutieren. Okay, sorry Leute, dass ich hier die ganze Zeit schneiden muss, aber irgendwie... Mir schreit mal wieder irgendwie immer wieder jemand. Und das Problem ist, ich mache irgendwie mein Klingelton hier auf leise und das ist ein bisschen das Problem. So, jetzt aber ich bin wieder hier. Ich bin nicht hier, um mit euch über Philosophie zu diskutieren. Die nächste Welt wird sich um sich selbst kümmern müssen.
dann habt ihr von den Doof noch viel zu lernen. Für einen Dofa gibt es nichts anderes als Philosophie. Es ist kein Zufall, dass wir mit unserem Tum, unseren Stimmen kämpfen. Für einen Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Debatte und Kampf. Tinwa Glosgra, das ist für uns ein und dasselbe. Aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben. Krossis, jetzt werde ich eure Frage beantworten. Oh ja, das wäre nett. Wisst ihr, warum ich hier lebe? Auf dem Gipfel des Monaveen, den ihr den Hals der Welt nennt? Na, weil vielleicht Drachen... Nein, Drachen mögen doch Berge, oder? Daran hatte ich nie gedacht. Ich hab gesagt, ich würde meine Frage... Ja, ihr habt gesagt, ihr würdet meine Fragen beantworten. Dies ist der heiligste Berg vom Himmelsrand. Ja, ich weiß auch, warum du hier bist. Es hat ja... Haben ja die Graubärte, oder wer war das gesagt? Oder Erstbären, keine Ahnung. Irgendwie so. Weil hier ja der Kampf mit Alduin stattgefunden hat. Hier wurde er ja angeblich besiegt. Mit den Drachenfallschrei, richtig? Ja und nein. Wie Gnus Nikron. Alduin wurde nicht wirklich besiegt. Denn sonst wäret ihr heute nicht hier, um zu versuchen, ihn zu besiegen. Ja, da hast du auch wieder recht. Den Ort jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten. Aber das war nicht genug. Orgmulag und Slaad. Es war die Kell, die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Also besiegt haben die ihn wohl wirklich nicht. Eine Schriftrolle der Alten, was ist das? Wollt ihr damit sagen, dass die Alten Nord-Alduin in die Zukunft geschickt haben? Ja, was für Arschlöcher jetzt, ohne Witz einfach. Ja, die hätten ihn doch gleich töten können. Sprache erklären. Die Dorf haben Wörter für solche Dinge, die Jor nicht haben. Es ist ein Artefakt von außerhalb der Zeit. Es existiert nicht, doch es hat immer existiert. Rach Vachlan, sie sind Fragmente der Schöpfung. Schriftrollen der Alten, wie ihr sie nennt, wurden häufig für Prophezeiungen verwendet. Ja, eure Prophezeiung entstammt einer Schriftrolle der Alten. Aber dies ist nur ein kleiner Teil ihrer Macht. Sophas Suljek,